Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Artist TV. Wir wollen Sie heute im exquisiten OK-Restaurant begrüßen zur Media Summer Lounge, die einmal im Jahr stattfinden wird und heute wieder mit feiner Gesellschaft aus Wirtschaft, Kultur und Soziales. Und wir haben einen kleinen Bonbon für Sie. Und zwar haben wir heute die Angel Models eingeladen. Es ist eine neue Gruppe, aus der wir eine Marke machen wollen. Das sind 6, 7 ganz frisch, fröhliche Mädchen, die uns heute mal einfach mal ein bisschen ihren Lifestyle zeigen wollen und auch heute mal erleben wollen, wie es ist, hier auf dem roten Teppich zu flanieren und sie alle mal kennenzulernen. Und hierzu lade ich Sie recht herzlich ein. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt Matthias Onken hier live on air. Bitte schön, ein O-Ton. Wir sind heute auf einer Medienveranstaltung. Matthias, wie hast du erstmal die Eindrücke von der Fußball-EM verarbeitet? Fangen wir doch mal ganz emotional an. Die Eindrücke von der Fußball-EM. Genau, nochmal. Also, ich finde, Deutschland ist zu Recht ausgeschieden. Oh. Aber ich habe die geilste deutsche Mannschaft gesehen, die ich, glaube ich, mit meinen 43 zarten Jahren jemals beim Turnier erleben durfte. Im Hotel oder warum? Ich war gerade zu stolz auf diese Mannschaft. Ja. Fandst du die nicht toll? Die Mannschaft? Ja. Die Mannschaft. Sind ja so viele La Mannschaft. Durch Abwesenheit geglänzt. Also Gomez wurde krank und dann gab es auch so viele Handspieler wie Schweinsteiger und auch Boateng. Ja, gut, hat das passiert halt im Wettkampf, Leben. Oder? Also, ja. Ich fand das völlig in Ordnung. Okay. Aber ich war stolz auf diese Mannschaft. Die hatte Charakter, die hatte Spielstärke, die hätte völlig zu Recht auch ins Finale einziehen aber können. Aber was war mit der Chancenverwertung der Tore? Die war an dem Abend nicht so gut, aber Frankreich war sensationell motiviert. Ja, ja. Die haben an dem Abend blöderweise gegen uns das beste Spiel ihres Turniers, des gesamten Turniers. War motiviert, ja. Ne? Da, so ein Spiel verlierst du dann auch mal. Mhm. Aber ich fand das jetzt nicht so tragisch. Es gibt Schlimmeres im Leben. Hast ja recht. Halbfinale ist sensationell, ja, wenn du weißt, auch, ja. Du könntest den 1-0 ins Finale schaffen. Ich finde auch, man kann mir Freude im Nachhinein zeigen. Also sie hatten gar keinen Grund, eigentlich so alle in ihre Richtung in Urlaub zu ziehen. Nee, überhaupt nicht. Hätten doch ruhig meistens noch mal strahlen können und das eine oder andere Interview geben können. Ne? Das hätten sie vielleicht auch machen können. Was ist mit Löw? Bleibt Löw? Was glaubst du? Ja, das weiß ich doch nicht. Man, wieso? Du bist doch der Experte. Du bist doch der Medienmann. Dann fragen wir deinen Sportressort. Du bist doch der ehemalige, darf ich es so ehemalige, sagen, Chefredakteur der Bild-Zeitung Hamburg. Ja, aber du ich bin bist da aktiv. Ich bin immer aktiv. Du bist aktiv. Du bist auch aktiv. Hallo, was erzählt der denn? Okay, dann wollen wir mal auf die... Medienmann, nicht ich. Ohne Mikro geht's nicht. Auf die sozialen Netzwerke wollen wir dann nochmal eingehen. Du bist ja auch jemand, der gerne mal so ein Thema, das polarisiert, postet. Und dann hast du aber wirklich deine ganzen Freunde und auf einmal scheiden sich die Geister und du bist dann weg. Also dann sollen die mal für sich da bleiben. Das sollen ja nur sich ausmachen. Ja, genau. Du stellst da mal was in... so hin und dann, ja. Es ist doch auf Facebook immer das Gleiche. Ja. Du hast diejenigen, die ernsthaft diskutieren wollen, die Argumente austauschen, ne, und dann hast du die Trolle. So, die Trolle wollen eigentlich nur Krawall machen, die wollen dich dissen, die wollen andere dissen, die vergreifen sich im Ton. Das sind deine Freunde, du willst wahrscheinlich nein. die Spreu vom Kontakte, Weizen trennen. Mein Lieber, Kontakte. Ah ja, Kontakte. Kontakte. Und die werden dann gelöscht, Kontakte. Danach, nachdem die sich unqualifiziert geäußert haben. Nee, ich glaube, ich habe in meinem Leben 2 Facebook-Kontakte gelöscht. Ja. Löschen ist also mundtot machen und mundtot ist in einer Demokratie immer scheiße, finde ich so. Ne? Sehr schön. Also man sollte sich schon mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, hast ja recht. Ja, wir sind Pluralismus. Dann erzähl mir doch mal bitte von deinen persönlichen Projekten, von deinen Coachings, von deinen Marketingstrategien. Was machst du für wen? Was dürfen wir von dir erfahren? Das ist alles geheim. Darüber darf ich nicht sprechen. Okay. Nein, ich muss ja deine Kunden nicht nennen, aber du kannst ja sagen, für was du stehst, für was man dich buchen darf, für welche Kompetenzen. Krisenkommunikation. Wenn gar nichts mehr geht, dann rufst du mich an und dann versuchen wir, die Kuh vom Eis zu bekommen. Du löst Probleme, die man ohne dich nicht hätte. Das ist nochmal eine ganz andere Geschäftsidee. Darüber denken wir mal zusammen nach. Das machen die Anwälte immer gerne, glaube ich. Ja, genau. Krisen schaffen. Genau. Die man dann hinterher dann löst. Das ist so, als wenn ich irgendwie einen Stein nehme und die irgendwie in jede Glasscheibe von einem Auto werfe. Das ist eine geile Geschäftsidee. Können wir es da mal zusammen setzen? Ja, ich bin gerne für Impulse da. Super. Das war ein Impulsgespräch, meine Damen und Herren. Das machen wir aber wirklich. Und wenn Herr Onken jetzt nichts weiter sagen will, was über seine Zukunft, seinen Werdegang, seine weitere berufliche Entwicklung, dann ist das Gespräch hiermit beendet. Also das ist sein Ding, aber daraus wird was, oder?
Okay, Herr Ong, noch irgendwas oder wollen wir uns verabschieden? Wir treffen uns jetzt irgendwie und reden dann mal über deine Geschäftsidee. Finde ich super. Ich habe gar keine, aber gut, vielleicht war das ja eine. Dankeschön. Liebe Zuschauer, weitere Medienprominenz, Hadi Tehrani an meiner Seite. Übrigens darf ich noch mal sagen, wir sind beide Iraner. Hadi, lass dich einmal umarmen. Wir Perser sind ja ein bisschen, sag ich mal, warmherziger und gehen viel, viel wärmer aufeinander zu. Hadi, du bist einer der berühmtesten Architekten, nicht nur Europas, ich glaube weltweit. Du hast so viele internationale Projekte gemacht und es gibt immer wieder neue Themen, neue Projekte. Ja. Wo sind wir denn jetzt, auf welcher Etappe sind wir denn deines Werdegangs? Wir sind ungefähr noch kurz vor der Mitte. Wir sind ja so im Bereich eigentlich in der Nähe von der Hafen City. Gibt es hier ein Projekt, was du... Das ist ja von dir, genau. Wie heißt denn das nochmal, das Thema? Dogland, genau. Einmal darüber vielleicht, darüber schauen. Hadi, du bist in allen Arabischen Emiraten unterwegs, du bist in Russland unterwegs. Ja. Wo gerade, in welchem Land gibt es ein sensationelles neues Projekt? Jetzt habe ich gerade noch ein Büro in Teheran aufgemacht. In Teheran? Siehst du die Zukunft jetzt in Teheran? Ja. Können wir dort auch ein Wunderwerk architektonischer Baukunst erleben? Natürlich, ich versuche überall mein Bestes zu geben. Ja, in Richtung Gaudi oder was haben wir das? Gaudi, in Richtung Hadi, nicht Gaudi. Hadi, natürlich Gaudi und Hadi, natürlich. Ja. Sag mal, faszinieren dich auch diese hohen Tower? Hat das für dich auch einen Anreiz oder ist das eigentlich gar nicht so eine Baukunst, die wirklich architektonische Kompetenz erfordert? Alles, was gut gemacht wird, hat seine Bedeutung und Hochhäuser gerade, vielleicht nicht in Hamburg, aber woanders ist natürlich wunderbar. Was würdest du denn mal als ein wirklich originelles Bauwerk der Architektur nennen, woran man sich orientieren kann, das Maßstäbe gesetzt hat? Ja, das hier zum Beispiel. Dogland, von dir selber. Das sind super. Also das nächste Thema, was wir von dir erleben werden, es gibt ja auch viele Preise, die du gewonnen hast, darfst du nur einen Preis nennen, nochmal zum Abschied, nur einen Preis. Ein Preis? Ja, was für Preise? Ich habe hunderte von Preisen gewonnen. Machen wir einen der schönsten Preise zum Abschied. Ja. Welche Preise gibt es denn da? Ja, da gibt es den MIPIM Award, da gibt es FIAPSI, da gibt es... Und du hast sie alle schon gewonnen? Alles, Und dann gibt es bald auch den Hadi Tehrani Award. Und den Hadi Tehrani Preis. Hadi, ich danke dir vielmals. Danke, einen schönen Abend. Danke. Ja, Dankeschön. Tschüss. Liebe Zuschauer, wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich immer mal gerne schüchtern auf Menschen zugehe, weil ich ja auch keine, sag ich mal, Berührungsängste habe, bin ich dann bei diesem Herrn jetzt erstmal gelangt. Wer sind Sie denn bitte, wenn ich fragen darf? Ich bin der Jens. Der Jens, ganz einfach und banal der Jens. Und hier? Ja, der Christoph. Der Christoph. Also ich bin nicht banal der Jens, ich bin der Jens. Ich habe banal gesagt, für mich gesprochen. Jens, darf man fragen, ob du was mit Medien zu tun hast? Wie bitte? Ob du was mit Medien zu tun hast? Im weitesten Sinne schon, ja. Könnte man das ein bisschen ausführen vielleicht? Naja, wie soll ich das ausführen? Also ich habe mit Medien zu tun, weil ich gelegentlich das politische Parkett sozusagen bespiele. Und da habe ich natürlich mehr mit Medien zu tun. Dann habe ich noch ein anderes Leben, nämlich das des Architekten. Da sind die Medien nicht regelmäßig dabei, aber in der Politik schon. Insofern, was ist denn nun der berufliche Part? Die Architektur? Die Architektur, oder? Ja. Das ist, ich habe eben gerade Hadi Tehrani getroffen. Ja, das ist auch hier. Und den habe ich auch interviewt. Ist das ein Partner von dir? Ein Partner ist das weniger, aber ist ein Mitbewerber? Ein geschätzter Kollege und natürlich Mitbewerber. Ja, natürlich. Sag mal, wie kommt ihr eigentlich zu euren Entwürfen? Ich meine ganz ehrlich, macht ihr das alles selber oder ist das immer der große Name, wie bei Dieter Bohlen und andere produzieren das oder so? Oder wie ist das, wie läuft es wirklich ab? Also macht man sich die Arbeit, hier kriegst du aber, musst du die ganze Arbeit machen für ihn, den ganzen Entwurf und er kriegt dann den Lohn der sag ich mal, die Trophäen und die Ehrung. Ja, also der hat ja einen sehr großen Keller und in diesem Keller, da hat er so 20 kleine Architekten irgendwie eingeknechtet. Der Peitsche. Aus Bangladesch oder so. Ja, der Peitsche. Nee, noch weiter weg. Die haben ja aus vom Mars, die sind kleiner.
Ja, genau. Ein paar kleine Aliens hat er bei sich. Ja, also das, so ist das, wie man sich das so vorstellt, aber die Wirklichkeit ist eher harte Arbeit, harte kreative Arbeit und ich glaube, da ist er irgendwie... Ja, seid ihr denn Partner, Christoph? Wir wissen ja nichts von dir. Nein, bei den Vornamen bleiben, so banal. Nein. Also ich bin Fotograf und ich drehe Filme und da bin ich natürlich in den Medien ganz gut aufgehoben. Ich mache, wie man so schön sagt, inszenierte Wirklichkeit. Ja. Ach, Werbung. Investigative, ach so, inszenierte Wirklichkeit. Ich dachte auch investigative Themen vielleicht. Auf gar keinen Politik Fall. Politik und Tier und... Nein, wir treffen uns heute und wir haben heute mal die Gelegenheit, ganz entspannt bei so einem schönen Drink hier uns zu treffen. Jetzt bin ich ja da, jetzt ist nichts mehr entspannt. Während die Grimaldi-Lines hier vorbeiziehen, ja, genau. Fängt die Kamera natürlich nicht ein. Das politische Parkett bespielst du, das war jetzt also wirklich ein Stichwort, das müssen wir auch nochmal ausführen. Ja, ich habe das fast befürchtet, dass du darauf nochmal einsteigst. Bist du mit den Brüdern der EU da irgendwie mit den Abgeordneten ganz dicke? Ja, mit der EU, weniger mit der Bürgerschaft. Mit der Bürgerschaft? Ja. Hm? Mit der Hamburger Bürgerschaft? Genau, mit der Hamburger Bürgerschaft, aber bin ich natürlich nicht mit allen dicke, aber mit meiner Fraktion natürlich schon. Und was sind eure Themen, wenn man fragen darf, welche Partei unterstützt? Naja. Mal kurz Werbung. Also jetzt kommt der Werbeblock, die Freien Demokraten selbstverständlich. Ach, wen sonst? Die Opportunisten also. Die Opportunisten. Nein, Schatz. Bitte. Nein, das seid ihr nicht wirklich. So banal. Für welche Themen steht ihr wirklich ein? Nicht mal wieder wie der Wind weht. Nein. Wir stehen für die Freiheit und wir sind die Einzigen, die wirklich für die Freiheit stehen. Und jetzt kommt doch der Werbeblock. Also insofern die FDP. Es hat ja viele gegeben, die haben gesagt, die FDP braucht es nicht. Ja? Die sind weg, aber die meisten, die das gesagt haben, die Totgesagten leben länger. Ja, viele, die mit der aktuellen Regierung unzufrieden sind und auch nicht unbedingt rechts tendieren, suchen eine Alternative. Und hier steht sie, die FDP. Aber ich habe immer noch keine klare Haltung jetzt gehört. Also für was steht ihr wirklich ein? Ja, was meinst du denn konkret? Naja, ich meine, für welche Themen? Soziale Gerechtigkeit? Naja, ich hab dir eben versucht, wir können das jetzt, ich weiß nicht, wie lange dein Film wird, aber wir können das natürlich jetzt mal durchdeklinieren, durch alle Politbereiche. Das wichtigste aber Thema. Wir stehen für die Freiheit und für die Möglichkeit, dass jeder Mensch selber entscheidet, wie er sein Leben gestaltet und möglichst wenig vom Staat reglementiert wird dabei. Und ich glaube auch, dass das eine Facette ist, die nach wie vor ihre Daseinsberechtigung hat. Du weißt aber auch, dass wir viele parteiverdrossene Menschen haben, die nicht unbedingt politikverdrossen sind, sondern parteiverdrossen. Ja, den kann ich nur sagen, bewegt euch, engagiert euch selber, weil Demokratie ist ja kein Selbstzweck. Also frag mich, was der Staat für dich tun kann, was du für deinen Staat... ist es, ja. Also engagier dich selber, egal wo. Und ich kann nur dafür werben, für die Freiheit zu... Tun doch alle immer in den sozialen Netzwerken. Es geht ja keiner mehr demonstrieren. Ja, das stimmt. Die sozialen Netzwerke sehr gut für Couch-Potatoes. Ja. Also es ist schon wichtig, dass man irgendwie sich bewusst wird, dass wir hier in einer der besten Demokratien der Welt leben. Ich war jetzt gerade in Afrika und habe da für eine NGO gearbeitet. Und wenn man dann zurückkommt nach Deutschland, dann freut man sich wirklich, was hier alles super und toll funktioniert. Also ich finde, dieses Gemaule und Gemeckere über den Staat ist irgendwie nicht angebracht. Wir dürfen unsere Meinung sagen, das tun wir hiermit auch. Also dieser Jens hier ist für Freiheit, absolute Freiheit. Und Christopher ist auch glücklich, weil es nicht nur die sozialen Netzwerke gibt, sondern Meinungsfreiheit. Genau, ich finde, Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und das haben wir hier in Deutschland zum Glück noch. Dazu gehörst auch du. Ja, danke. Ich kann auch meine Klappe aufmachen. Wer bist du eigentlich, sag mal? Ich bin eine selbst erfundene Kunstfigur. Dankeschön. Sehr schön. Interview. Sind wir drauf? Ja, liebe Zuschauer, und jetzt der Veranstalter Gunnar Henke, Henke Relations. Und jedes Jahr im Sommer machst du deine Media Summer Launch und im Herbst, Winter, glaube ich, dann die Media Entertainment Night. Die Media Entertainment Night, ganz genau. Super. Was haben wir denn heute zu erwarten gehabt? Wie hat sich das Programm eigentlich gestaltet? Wir sind relativ spät gekommen. Magst du uns ein bisschen erzählen über die Details, Sponsoren, Initiatoren, ein bisschen was hinter den Kulissen?
Ach, eigentlich ungern. Es ist, entsteht eigentlich relativ einfach. Ja. Man fragt irgendwie viele nette Menschen, ob sie ein bisschen mitmachen wollen. 800 dann sucht ungefähr. Man sich irgendwie einen Tag aus, wo man ganz genau weiß, die Sonne wird scheinen und in Hamburg wird es nicht regnen, windstill. Und wenn man hätte eine laue Sommernacht und dann fängt man an, Einladungen zu kreieren, 2, 3 Sponsoren mit abzubilden und dann läuft das eigentlich. Wenn du rufst, dann kommt ja eigentlich immer die feine Gesellschaft Hamburgs. Das ist toll. Danke. Auch die Zahlen, die du hier generierst, 800 ungefähr waren es in dieses Mal wieder, oder hast du ungefähr so eine Kalkulation, ja? Mhm. Was erwartet uns demnächst von dir? Gibt es was Schönes, das du avisieren möchtest? Gibt es irgendein Thema, über das du gerne sprechen möchtest? Mediales Thema vor allen Dingen? Wir haben viele schöne Themen. Wir machen jetzt mit der Gala zusammen am 5. August noch, am 6. August auf Sylt die Pony Night, 55 Jahre Pony. Und das wird bestimmt ganz schön. Dann haben wir noch ein Sommerformat im Timmendorfer Strand mit Porsche zusammen. Und gut, dann sind die Sommerferien auch durch. Zwischendurch bin ich natürlich auch mal ein bisschen weg mit meiner Familie. Aber nichtsdestotrotz, dann geht es natürlich los mit Blankeneser Genussmomente Nacht auf dem Söberg bei Karl-Heinz Hauser. Und dann natürlich auch die große Media Entertainment Night. Aber zwischendurch haben wir natürlich auch ein paar Firmenveranstaltungen, die wir organisieren. Und das läuft natürlich alles off-record. Abschließend, du auch ein Fußballfan. Gestern ist die Fußball-EM zu Ende gegangen. Nochmal so ein Abschlussstatement von dir. Wie war es für dich? Wie hast du es empfunden? Also zu Anfang war es leider genauso, wie die Franzosen gegen Deutschland angefangen haben zu spielen. Ich bin jetzt wirklich kein Fußballexperte. Insofern fand ich es dann zwischendurch mal ein bisschen langweilig, auch wenn die Franzosen mir das bestimmt übel nehmen und bestimmt gesehen haben, dass sie deutlich besser waren. Dann kamen die Portugiesen ein bisschen, es war dann relativ ausgeglichen. Und ein Tor, ein Ball, ein Spieler. Und, ein Ronaldo. Kein Ronaldo. Also das war ein bisschen schade. Ich bin kein Ronaldo-Fan, aber dass er dann irgendwie da ausscheidet und seine Mannschaft irgendwie doch noch mit zum Sieg bringen wollte. Hat uns emotional dann doch noch ein bisschen mitgenommen, doch, oder? Doch. Ja. Gunnar, das soll uns schon reichen. Vielen Dank heute für die Einladung. Tolle Gäste. Wir haben viele gefilmt, viel aufgenommen, viele Stimmungen und wünsche dir weiterhin erfolgreiche Events und hoffentlich sind wir auch wieder dabei. Dankeschön. Ich danke euch. Nochmal. Und den nochmal. Und den aber auch nochmal. Fantastic. Dankeschön. Hallo. Ich suche die Hand, du. Und Action. Laser. Und dann umzuschwenken. Dankeschön. Liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt die Inhaberin vom OK-Restaurant. Ich grüße Sie, Sivian Caressa. Caressa. Guten Abend. Guten Abend. Und wie man hört, mit der Aussprache aus Frankreich. Italo-Französin. Genau. Also schlug Ihr Herz doch bei der EM im Finale für Frankreich, oder? Nein, ich gucke keinen Fußball. Ach, überhaupt nicht? Der Best muss immer gewinnen. Ach, das ist doch wirklich fair. Und die Sympathischen sollen auch gewinnen. Die Isländer waren doch so lustig. Haben Sie was von den Isländern bekommen? Ja, unbedingt. Wurden groß gelobt in Frankreich. Ja. Also die waren so vorbildlich. Es bedeutet Ihnen denn Patriotismus überhaupt nichts? Nee. Gut. Nee. Ich bin ein Weltbürger. Oh, fühle mich wohl in Hamburg. Das tut mal gut. Und ich bin Italo-Französin, ich kann nichts dafür. Ich bin fünfsprachig. Ich würde gerne am liebsten noch mehr können, um mich auszutauschen mit der ganzen Welt. Sehr schön. Das ist doch mal ein gutes Stichwort heute, die Media Summer Lounge. Heute konnten sich wieder die Medienschaffenden und die Menschen aus Kultur, Wirtschaft und Soziales hier austauschen. Ja. Wird das jetzt hier, sag ich mal, eine feste... Ja, das machen wir jedes Jahr. Ja? Einmal. Dieses Jahr ist besonders, weil wir haben unser 15. Jubiläum gleichzeitig. Ah, sehr schön. Und, Sie als Inhaberin vom OK-Restaurant. Ja. Und ansonsten werden wir das jedes Jahr durchziehen. Ja. Was gibt es denn für schöne Anlässe, dass wir nochmal erfahren, was vielleicht in nächster Zeit mal geplant ist? Oder dass Sie nochmal kurz erzählen, für wen das OK-Restaurant wirklich schön gelegen ist? Wahrscheinlich für Firmenveranstaltungen, für Jubiläen, ja, für Hochzeiten. Also à la carte, für Gäste, jeden Tag. Natürlich Business und Firmenfeier und alles möglich. Privaten Geburtstag, 50., 60., 40. Also wir sind für alles offen und jeder Kunde ist willkommen.
Vielen, vielen Dank. Schönes Schlusswort. Wir sind immer wieder gerne bei Ihnen. Dankeschön. Und wünschen Ihnen noch einen schönen, ausgelassenen Abend. Ich denke, die Gäste waren sehr amused, sehr erfreut, sehr glücklich. Und dann im nächsten Jahr wieder gerne bei Ihnen. Ja? Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist ein Film, ne? Ja, ich bin natürlich inspiriert von deiner Schönheit. Wer bist du Julia denn Siegel, ich bin Sina, der Rasenreporter von Artist TV. Okay. Jetzt ist das Offizielle erstmal geklärt. Okay. Julia, ich, man kennt dich. Julia, 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 oh Julia. Von Bee Gees noch, ne? Kennst du noch, ne? Oder von Chris Rea, Julia, so heißt seine Tochter. Genau. Oder von Tony Gianni, Julia, da gibt es einige. Wie viele Komplimente hast du da schon bekommen? Wie viele Assoziationen über deinen Namen? Die meisten kommen eigentlich dann auf den Alfa Romeo, vom der neue heißt ja Julia. Ja, hätte richtig, ich die Roadshow ja. spielen sollen, konnte aber ist das leider nicht. Ist nicht Pininfarina oder so, dieser Designer, weißt du das zufällig? Hm? Kann sein, ne? Bekomme ich jetzt 10 Euro für die richtige Guten Appetit, Antwort? Guten Appetit übrigens erstmal. Du, man kennt dich als DJ. Man kennt dich DJ aus heißt es, DJ. Ich dachte, bei Frauen heißt es DJ. Nein, das hat die Bild-Zeitung immer so erfunden. Das ist DJ, das heißt ja auch nicht Masseuse oder Friseuse, es ist DJ. Was sage ich denn hier überhaupt mal richtig? Sag dein Name nicht richtig? Ich fange von alles vorne an. Alles also gut. Julia. Nein, Sonja Kraus für dich. Sonja Kraus. Das hast jetzt aber du gesagt. Das kam nicht von mir, ne? Na, gerne. Ja, als DJ kennt man dich. Man kennt dich im Fernsehen von vielen Formaten. Was ist im Moment aktuell für dich wichtig? Wo kommst du wieder vor? Bist du überhaupt so mediengeil, wenn man es dann mal so fragen darf? Oder lieber aus der zweiten Reihe, aus der Hüfte geschossen? Ich bin seit vielen, vielen Jahren eher in der zweiten Reihe, mache meinen Job, lege momentan fast 4 Tage die Woche auf. Bin so kurz vorm Burnout-Syndrom, würde ich mal eher sagen. Ja, ist einfach momentan ein bisschen zu viel. Ja, ich mache das jetzt nochmal 2 Wochen, dann geht es mit meinen Kindern 2 Wochen in Urlaub. Dann geht es wieder weiter mit der Arbeit. Ich bin aber jetzt im Herbst bei Vox zu sehen, Shopping Queen. Ja. Steht noch ein anderes Projekt an. Also, doch sowas wie ja, Jane, aber eher, Queen. Aber ruhig. Ich wähle mir ganz genau die Formate aus und mache das dann in Ruhe. Also ich kenne das Format eigentlich gar nicht mehr. Ich muss mich mal outen. Kriegt ihr da irgendwie so viel Geld, wie ihr wollt und könnt ihr mit einer American Express-Karte einkaufen Nein, gehen oder so? Du bekommst 500 Euro und musst in 4 Stunden ein komplettes Outfit, also Haare, Make-up, Kleider, Accessoires, Schuhe. Aber du bist doch leicht schnell drüber. Ne? Ich meine, 500 Euro nee, ich kostet nicht. Ja schon eine Handtasche bin, oder bin so, oder? Ich bin Sarah Hauen-M-Kind. Nee, das ist ja unglaublich. Bin ganz easygoing. So down to earth bist du? Absolut. Mal eine blöde persönliche Frage. Wieso hast du mit deinem Vater oder vielleicht hast du ja schon mal mit deinem Vater eine Kooperation gemacht, ihr beide Eurovision Song Contest, du als Performerin und dein Papa hat mal wieder den Hit geschrieben? Relativ simpel. Ich bin ein hervorragender Karaoke-Sänger, aber nicht gut genug, um auf der Bühne zu stehen. Ja, aber mit das heißt, Technik geht doch alles, nein, oder? Nein, das gibt's nicht. Aber es gibt doch diese Charaktersongs, diese Chansons oder so. Chanson? Ja. Ja, meine Stimme würde im Chansonbereich sogar funktionieren, ja, wenn selbst Hildegard Knef mit dieser tiefen Stimme noch, weißt du noch? Für mich soll's rote Rosen regnen. Ich war begeistert, deswegen. Aber nichts für ein Grand Prix d'Horizon de la Chanson. Was oder sagst Eurovision du? Song Contest, was sagst du? Jetzt es heißt. Ist ein Song oder ein Sound mit Wiedererkennungswert, Julia. Okay. Und du hast Stimme. Ehrlich? Ja, ich bin Danke. Nicht nervös. Sing du noch mal was vor. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Geht doch. Siehste. Dankeschön. Im Chor passt es. Wie noch trauen, of is het een te persoonlijke vraag? Nee, dat is geen persoonlijke vraag. We hebben schon geheiratet. En dankeschön. Alles goed. Okay, ja. Glücklich verheiratet. Okay, dat is goed om te horen. Graag gedaan. Ja, liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt Christine Kosse, ich grüße dich. Wir sind uns ja schon sehr oft begegnet auf verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem auch deine Ausstellung, wie deine Augen jetzt gerade so schön im türkisblauen Licht reflektieren. Hast du auch irgendwelche Wurzeln, sag ich mal, aus portugiesischer Richtung? Können wir da irgendeine Assoziation? Aus portugiesischer? Haben wir da Nein. irgendeine... Leider Verbindung? Nicht, nein. Meine Wurzeln, deine Wurzeln mal fragen. Meine Wurzeln sind ja aus Afrika, ja. aus Gabun. Das ist Zentralafrika und die andere Hälfte ist Russland. Sage mal, was ist denn bei dir neuerdings aktuell der Start? Was machst du aktuell? Was planst du? Bist ja auch viel auf Reisen. Ich bin gerade sehr viel am Arbeiten in Hamburg und habe eine Ausstellung gerade laufen im East Hotel. Oh, schön. Ja, eine ganz tolle Ausstellung, sehr interessant sich anzuschauen. Es geht um Faces 7, heißt die Ausstellung. Und ich stelle 7 großformatige Arbeiten aus.
die mit der Schönheit der Frau zu tun haben. Und die Ausstellung geht bis zum 2. November und ist jederzeit zu besichtigen. Was war denn davor so? Was waren die Etappen? Weil wir haben es jetzt längere Zeit nicht gesehen und ich glaube, du machst ja immer so verschiedene Etappen mit verschiedenen, sag ich mal, Leitthemen. Dann bist du da in Entwicklung gegangen. Was kann man denn sagen? Wer ist die Christine Kossi von heute und wer war sie noch vielleicht vor einem Jahr? Wie gehst du da in die Entwicklung weiter vor? Also ich entwickle mich eigentlich... Ich sage immer, ich entwickle mich jeden Tag weiter. Ja, und das ist das Schöne daran. Neu, ja? Ja, ich erfinde mich immer wieder neu. Und meine Kunst ist jetzt noch, urbaner geworden. Ja. Also die ist, hat sehr viele Einflüsse aus der Street Art bekommen, also die Pop Art und Street Art zusammen. Ich experimentiere sehr viel momentan und habe sehr viele kleinformatige Kunstwerke erstellt. Also am Anfang hatte ich ja immer großformatige Arbeiten gemacht und jetzt irgendwie habe ich auch Gefallen daran gefunden, kleinere Arbeiten anzufertigen. Ja, und ansonsten reise ich viel, weil das inspiriert mich ja auch. Genau. Und wir sind ja heute eine Medienveranstaltung. Gibt es irgendein Medienthema, was dich besonders bewegt? Hast du sehr mitgefiebert bei der EM? Ich dachte oder hoffte, dass du vielleicht auch portugiesische Wurzeln hast, aber leider nicht. Dass du sagen kannst, ich tendiere mehr zu Portugal als zu Frankreich. Oder gab es da irgendwie eine Mannschaft, für die dein Herz schlug? Ja, eigentlich wäre ich ja für Frankreich gewesen, weil mein Vater, der ist in Frankreich geboren und also afrikanische Abstammung, aber eigentlich ein Franzose. Und wenn, dann bin ich... mehr für Frankreich. Und dein Freund ist ja auch Fußballexperte. Seid ihr da nicht auch irgendwo jetzt in Frankreich gewesen? Habt ihr mal ein Spiel live angeguckt? Ja, hat auch kommentiert. Ja, welches denn zum Beispiel? Was hat er kommentiert? Ungarn gegen... Ungarn gegen jetzt Ungarn. Jetzt habe ich dich erwischt. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ist egal. Er muss es ja wissen, nicht wir. Ne? Richtig. Und in nächster Zeit, was können wir noch von dir sehen, erwarten? Gut, die Ausstellung. Hast du noch irgendwas Besonderes vor oder einen Wunsch, einen Herzenstraum, den du dir noch in Erfüllung, sag ich mal, bringen willst? Momentan bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Also ich werde mich jetzt immer mehr auch international ausrichten und freue mich über neue Projekte im Ausland oder neue Kunden im Ausland und alles andere werden wir sehen. Christine, ich danke dir. Genieß den Abend heute noch. Es war wieder schön, dich zu treffen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin jetzt gerade nicht gefragt, aber ich weiß, das ist mit
Magazine und Vice ist ein großer, einer der größten internationalen Webmedienanbieter. Die haben ein Vice Magazine, die machen TV. Und wir arbeiten gerade gemeinsam an einem neuen, größeren Format, was im Herbst ganz kurz rauskommt. Wo Sie noch Assistenzreporter sind? Natürlich noch, klar. Wir brauchen einen der charmantesten Interviewer, der vor allem auch immer um nie um Worte, also nie um Worte verlegen ist. Ja, und wenn ich dann wie Hitchcock so einmal durch die Kamera ausgehe, das ist ja auch schon mal ein Debüt für mich. Aber Vorsicht, Vorsicht, ja. Als Hitchcock durch die Kamera geht es nur. Als Leiche in einem Bild ist es schwer. Ja. Ach, hier könnte es jetzt schon eine Wasserleiche sein, wenn man an den Türen. Das war dann auch Hitchcock übrigens, der Frenzy, glaube ich. Frenzy, genau. Mit den Leichen im Kanal, okay. Schauen wir mal. Ja, Tim geht es natürlich drauf. Also die großen Veränderungen der Welt oder auch die Hamburger Gesellschaft, die da gekommen ist. Was bedeutet Ihnen denn dieser Abend? Ist das jetzt hier so ein Austausch mit Morgenkenner oder alte Freunde hier oder also Klassentreffen? Man kann ja immer behaupten, dass das alles berufliche Events wichtig ist. Ja, stimmt sicherlich auch. Aber ganz ehrlich, ich gehe auch solche, dass es nette Leute gibt und zwar nur nett und nicht, dass sie mit sich nennen. Sie sind ja schon omnipräsent. Das ist in Hamburg, ich dachte nur in Berlin, aber auch bei Hamburg auch schon. Na gut, alles klar. Nee, ist einfach die gute Veranstaltung, als nette Leute zusammen. Wenn sich zufällig hier wieder auch mal ein bisschen Kontakt ergibt, ist prima. Aber ich würde nie behaupten, oh Gott, ich muss mir wieder auf eine Phase blödsinn. Ich habe immer Spaß, weil es nette Leute gibt, die stehen klar und noch sehr viel mehr um uns. Und manchmal ergibt sich was. Bevor Ihre Zigarre ausgeht, sagen Sie lieber. Heute, ja, Ihren Mund verdient. Sag ich mal, Feierabend. Ruhestand, aber nicht verabschieden. Wie immer. Dankeschön.